Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Lands of Lore Teil 1. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind in den oberen Opinwald, haben zwei Nester jetzt gefunden. Hier ist so ein Nest und hier ist so ein Hornissennest. Und da brauchen wir eine Zutat, um den König zu retten. Und zwar hieß es die Süße des Feindes, Nektar der Riesenhornisse. Steht auch hier in unseren... Wenn ich's find. Hier drin. Die Süße eures Feindes, Hornissenhonig. Allerdings bräuchten wir da wahrscheinlich einen, wie heißt's? So einen Behälter, und den haben wir leider nicht. Da brauchen wir erst noch so einen Behälter. Ja, ist schon gut. Außerdem habe ich mir die Mühe gemacht. Was heißt Mühe gemacht? War ja keine Mühe. Und zwar genau das, was ich jetzt hier auch so gemacht habe, so in der Richtung jedenfalls. Geht das? Vielleicht soll ich nicht direkt... Ja doch, es klappt. Genau das habe ich gemacht gehabt. Und habe Bakata quasi auf Gauner Stufe 4 hochgebracht gehabt. Mit dieser Armbrust. Das ging relativ schnell. Da bin ich 5 Minuten dran gesessen und dann war es schon auf Stufe 4. Und das ist nicht schlecht. Also, diese Hornissennester würde ich auch lassen. Da kann man wirklich wunderbar trainieren mit. So, aber das wollen wir jetzt erstmal noch nicht machen. Ich wollte weiter den Opinwald erkunden. Da haben wir ja noch ein paar Sachen, wo wir noch nicht weitergekommen sind. Sind wir hier eigentlich richtig? Ich glaube, hier müssten wir richtig sein. Ja, genau. So, hier unten waren wir nämlich noch nicht. Und es ist eine Sackgasse. Ja, sehr schön. Sehr schön. Da müsste eigentlich auch weitergehen. Da haben wir was Kosias Hindernis. Wo wir irgendwie dann... vielleicht. Ich habe eine Idee. Wir sollten doch den Rubin der Wahrheit holen. Ob der vielleicht was macht, um dieses Hindernis kaputt zu machen? Das ist gerade so eine Idee, die ich gerade eben hatte. Nee. Damit kann ich nichts machen. Schade. Schade. War ein Versuch wert. Okay, dann haben wir noch einen Weg, wo wir erkunden müssen. Und zwar der hier. Oh, und der hier. Also zwei Wege sogar. Hoppla. War es jetzt hier richtig? Hier rein? Ja, genau. Hier sind wir richtig. Noch einer. Und nochmal eine Sichel. Ja, gut. Zum Verkaufen. Absolut geeignet, meiner Meinung nach. So, was sagt unsere Karte? Ja, wahrscheinlich erkunden wir jetzt das Gebiet. Guck mal, das geht wahrscheinlich hier rein. Das machen wir jetzt schnell noch. Empty. Und das geht jetzt bestimmt hier rein. Ja, genau. Dann haben wir wenigstens das mal fertig. Okay. Eine Axt. Hoppla. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht selber unterbrechen, aber gut, was soll's. So. Aha. Locked. Das darfst du. Hoppla. Ich wollte dich eigentlich nur auswählen. Ah, komm, mit Stufe 4 solltest du das doch was hinkriegen. Oh, nochmal so ein Ding.
ist ja schon gar nicht mal schlecht. Eine Jade-Halskette. Schauen wir uns gleich an. 26, 27, 28 crowns. Ah. Empty. Okay. Was macht die jetzt hier? Oh, cool. Guck mal. Gauner geht auf Stufe 5 hoch. Wow, fett. Nicht schlecht, gefällt mir. Ich muss mal nachschauen, ob die noch sonst irgendwas macht außer Gauner. Aber das gefällt mir. Dann kriegst du den Ring der Wahrheit, Rubin der Wahrheit Halskette und Bakata kriegt das hier. Perfekt. So. Ja, doch. Erstmal nach Süden. Locked. Ein Ebenholzstab. Okay. Das wird wahrscheinlich einfach nur eine Waffe sein, schätze ich mal. Ein grüner Totenschädel. Nett. Eine Smaragdklinge. Auch nett. Ah, die macht aber weniger Schaden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht irgendwie noch eine andere Bewandtnis drin hat. Das sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus. Das Ding sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Aha, kann nicht als Teil einer Ausrüstung benutzt werden. Das ist also tatsächlich ein Questgegenstand. Und der Schädel wahrscheinlich auch, nehme ich jedenfalls mal an. Ob wir damit irgendwie hier durchkommen? Müssen wir vielleicht mal ausprobieren. Und Zauberkraft verstärkt. Auch nicht schlecht. Ach, guck mal. Da haben wir nochmal so ein Hornissennest. Also wir haben 3 Stück jetzt. 3 von diesen Hornissennestern. Gar nicht mal so schlecht. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall später nochmal wieder zurückkommen. Zur Stadt ging es jetzt doch nicht. Es sei denn natürlich, die ist hier hinten dran. Ich würde sagen, wir probieren mal diese 3 Sachen hier aus, um durch die Barriere zu kommen. Ach, genau. Hier sind wir nicht richtig, oder? Nein, andere Richtung. So. Da sind wir. Oh, ich soll nochmal schlafen gehen. Dann probieren wir mal aus, ob wir mit einem von diesen Gegenständen durch diese Barriere durchkommen. Gehen wir aber nochmal ganz kurz speichern. So. Ach nee, das ist ein Zauberstab. Mit dem kann man Zauber sprechen. Oh! Nett. So viel dazu. Ah, und es ist auch ein Zauber. Komm aber nicht durch. Zu nah dran. Mit denen können wir es wahrscheinlich auch nicht kaputt kriegen, oder? Nee. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert. So. Okay, da kommen wir also nicht durch. Dann haben wir, glaube ich, nur die Möglichkeit, in diese Mine zu gehen und uns dieser Schnecke zu stellen.
Da soll es auch einen Trick geben, wie man die besiegen kann. Die soll nicht einfach so zu besiegen sein. Und vor allem ätzt sie einen die Rüstung weg. Ich habe doch mal das Problem gehabt, dass ich nicht wusste, warum Makata keine Rüstung mehr hatte. Die hat es einfach weggeätzt. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall speichern vorher. Und ich könnte mir vorstellen... Hallo? Genau hier war's. Nein, noch nicht. Erstmal speichern. Wobei, ich könnte es eigentlich auch drinnen schlafen. Da wird da auf jeden Fall was gut gehen. So, ich könnte mir... Ja, lass uns reingehen. Da drin dürfte nichts passieren. Das sollten wir, denke ich, gut schlafen können. Jetzt ist die Frage, ich sollte auf jeden Fall speichern, dass da nichts passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir so einen Zauberer benutzen müssen, um diese Schnecke kaputt zu machen. Oder dass dieses Schwert hier, eine Smaragdklinge, die einzige Waffe ist, die das Ding verletzen kann. Ich weiß nicht, ob es so stimmt. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Dann sehen wir schon weiter. Achso, ja. Hoppla, das wollte ich glaube ich jetzt nicht machen. Macht tatsächlich nichts. Also Zauber scheinen zu funktionieren. Probieren wir mal diese Waffe aus. Scheint aber auch nicht zu klappen. Ja, ich lade nochmal neu. Okay, so viel da, so viel zu diesem Thema. Vielleicht mit den Rubinen der Wahrheit. Ich leg's mal kurz hier ab. Vielleicht können wir da was machen. Kann ich irgendwas mit dem Ding machen? Nee. Ich kann's höchstens hinlegen. Und das war's. Okay, das passt eigentlich auch nicht wirklich. Ja, sorry, ich habe noch den Messenger offen, der macht jetzt gerade blöderweise Geräusche hier rein, weil ich da ständig Nachrichten krieg. Okay. Überlass uns mal überlegen. Haben wir irgendwas sonst noch Spezielles? Also damit scheinen wir tatsächlich nichts bekommen zu haben. Oder macht der Zauber hier? Der Blitzschlag so viel Schaden an dem Vieh? Nee, fast gar nicht. Aber die machen, glaube ich, tatsächlich Schaden. I don't have enough magic. Also die scheinen Schaden zu machen. Das ist das Einzige, was ich jetzt im Moment so sehe, was Schaden macht. Das scheint. Schaut euch den Dinger mal an. Verdammt. Aber wir hätten ihn fast. Was schaut euch an? Der Dinger hier, wenn wir den richtig einsetzen, dann scheint er tatsächlich was zu bringen. Ich glaube, so kriegen wir das wie... I don't have enough magic. Kann ich jetzt hier rausgehen, kurz rasten und zurückgehen? Ja, da ist es viel wieder.
Wir haben ihn. Ja. Also mit, dem grünen Schädel kriegen wir es hin. So, jetzt müssen wir es nur irgendwie schauen, ob er das Armbrusthammer hier wieder. Das war, glaube ich, dein Schild. Und das war dein Schild. Das kriegst wieder du. Und das kriegst wieder du. So, haben wir wieder alles? Vielleicht hat es beim letzten Mal doch nicht weggeätzt, sondern einfach nur, es lag einfach auf dem Boden rum. Also hier haben wir auf jeden Fall, hoppla, alles. Und du hast auch wieder alles. Sehr schön. Erstmal zumachen und in Ruhe schlafen. Gut. Also der mit dem grünen Schädel haben wir das wunderbar hingekriegt. War ein bisschen eng von der, vom Mana her. Da hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Mana noch gebraucht. Das wäre nicht verkehrt gewesen, aber mit kurz rausgehen, schnell rasten, hat es ja auch eigentlich ganz gut geklappt. So. Ich hoffe nur, diese Viecher kommen nicht zu häufig. Sondern, dass das jetzt so ein einzelnes Vieh war. Ja, ich glaube, das war nur so ein einzelnes. Was haben wir hier Notes, Schönes? Papers, nothing of interest to us. Notes, ja, okay. Notes, papers. Eine Feuerballschriftrolle. Oh. Sehr schön. Neuer Zauber. Most of these files are useless. Okay, das war's wohl. Hoppla. Ja, die Tür müssen wir natürlich aufmachen, um ja weiterzukommen. Ja? Hallo? Okay, die Tür geht nicht auf. Die Tür ist leider abgeschlossen. Aber wir haben noch weitere Wege. Kommen wir später nochmal wieder hier. Ja. Was ist das? Was ist das für ein Vieh? Warning. Wear your helmet. Wegen den Viechern hier oder wegen? Urbish Mining Company. Ja, wegen natürlich Einsturz und so Zeug. Ist schon klar. Most of these. Oh, da kann man auch noch was machen. Notes. 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 Most of. Notes. Most. Aber nur den einen hier anscheinend. Ja, okay. Dann lasst uns noch mal ganz kurz zurückgehen. Wo war der? Hier war der. Ah, nee, da ist nichts drin. Okay. Hab mich nicht verschaut gehabt. Okay. Da war man noch nicht drin. Notes, papers, notes. Most of these, they appear. Notes, papers, okay. Or the history of a mine. Or the history of a mine. Eine Ölflasche. Most of these files are die useless. Eigentlich halb voll. Die geht ja automatisch an, glaube ich, wenn man es benutzen muss. Das oh. Ja, doch gerade, ich habe doch was gehört gehabt, dass ja. Dass da irgendwas war. Notes. They appeared. Notes. Notes. Okay. Hier gibt's also auch nichts. More orc jargon, no doubt. Warning. Wear your helmet. Aha, da geht's weiter. Da geht's ins nächste Level. Da wollen wir noch nicht rein. They appear to have left in a hurry. They appear to have left in a hurry. Okay. Sickness is no excuse. No work, no pay. Ja, nett. Sehr nett. Thumbgogs do not get double pay. All wages paid in silver crowns. Okay. There's silver coins in here. So. Jetzt frage ich mich aber ernsthaft, was ist in diesem Raum hier noch drin? Wie kommen wir da rein? Kann man einfach die Tür eigentlich kaputt hauen? Dann probieren wir gleich mal aus. Da waren wir auch noch nicht drin, richtig? Ja, genau.
Dietrich, braucht man nicht mehr. Tool inventories. Tool inventories. Okay. Notes, papers, nothing of monthly quota sheets. Ah, okay. Kommt ihr eigentlich die ganze Zeit wieder her? So. Keine Ahnung, wo die herkommen. Moment, da waren wir noch. Waren wir da schon drin? Nein, da waren wir auch noch nicht drin. Und da hinten waren wir noch nicht weiter. Oh, das geht ja noch richtig weit nach da hinten rein. Bleiben wir erstmal hier. They appear to have left in a hurry. Okay. Notice. Only one meal per day. No exceptions for dwarves. Also die Arbeitgeber hier waren ein bisschen arschlochmäßig drauf, wie es aussieht. They appear to have left in a hurry. Okay, hier haben wir ansonsten auch nichts. Alles klar. Dann können wir noch ganz kurz... Hier geht's noch weiter. More orc jargon, no doubt. Ja, okay. Da haben wir eine Tür, da haben wir eine Tür. Und da brauchen wir einen Schlüssel für. Alles klar. So. Dann haben wir es mal jetzt her fertig angeschaut in Minengesellschaft. Da haben wir also noch eine Tür, wo wir nicht durchkommen. Da geht es nochmal runter, wahrscheinlich ins nächste Level. Oder keine Ahnung wohin. Und da haben wir auch nochmal vier Türen. Wobei wir für die einen Schlüssel brauchen. Schauen wir uns in der nächsten Folge hier mal genauer an. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.